Wir sind im wunderschönen Stanau, mitten in Thüringen, wo die dienstälteste Bürgermeisterin im Saale-Orla-Kreis zu Hause ist. Gudrun Kraft hat ihre 45 Dienstjahre jetzt geschafft. Eine Wahnsinnsleistung. Sie stammt aus Stanau und wurde über die vielen Jahre immer wieder durch ihre Einwohner gewählt. Das soll schon was heißen. Als Gäste waren der Bürgermeister aus Neustadt an der Orla, Ralf Weiße, und der Gemeinderat von Stanau anwesend. Britt Wollschläger moderierte diese kleine, aber einzigartige Veranstaltung. Ganz herzlich willkommen, lieber Gemeinderat, liebe Freunde, liebe Stanauer. Wir sind heute hier zusammengekommen, um zwei besondere Ereignisse zu begehen. Das eine hat ganz unmittelbar mit der Gudrun Kraft zu tun und das zweite mit dieser Tafel, wo bisher noch keiner weiß, außer uns, was da drauf ist. Der erste Teil ist der, dass wir daran erinnern wollen, dass die Gudrun Kraft seit unglaublichen 45 Jahren Bürgermeisterin der Gemeinde Stanau ist. Frau Kraft, Sie sind die dienstälteste Bürgermeisterin im Saale-Orla-Kreis. Zunächst einen ganz, ganz herzlichen Glückwunsch zu dieser Leistung. Wir haben mal zusammengezählt, 45 Jahre und 103 Tage. Respekt. Wenn man das mal kurz Revue passieren lässt, wie war das damals, 1979? Da waren manche, die hier sind, vielleicht noch gar nicht geboren. 79. Wie kam es dazu, dass Sie sich als junge Frau damals zur Wahl gestellt haben? Tja, so richtig erinnern kann ich mich eigentlich gar nicht mehr. Es war so, dass ich damals schon in der Gemeindevertretung war. Und in der Gemeindevertretung waren auch mehr ältere Bürger. Und da Damals wurde auch. ich gefragt. Naja, und das war dann so, wir saßen alle in der Gaststätte. Da habe ich ihn angeguckt, da hat er genickt und da habe ich ja gesagt. 1979 im Vergleich zu heute waren ja ganz andere Zeiten, DDR-Zeiten. Welche Aufgaben hatten Sie denn damals hier als hauptamtliche Bürgermeisterin in dem kleinen Ort Stanau? Ja, erstens die Richtlinien von der Partei und der Kreisleitung durchzusetzen. Dann gab es die Viehzählung, die wir machen mussten, die Planerfüllung. Da hat der Herr Schischka großen Wert drauf gelegt, wie viele Eier wurden geliefert, wie viel Hasen und so weiter. Ja, und vor allen Dingen im Sommermonaten war es herrlich. Da konnten wir alle 14 Tage zum Herrn Schischka und mussten melden, wie viele Straßenränder gemäht wurden. Wenn Sie mal die Gemeinde ein bisschen beschreiben, wie war denn Stanau in der DDR-Zeit? War da hier viel mehr los? Gab es einen Kindergarten, gab es eine Schule, gab es einen Bäcker, einen Fleischer? Beschreiben Sie mal bitte, wie die Gemeinde Stanau damals war. Ja, damals waren wir noch ein bisschen einsamer wie jetzt. Es gab zwar Kindergarten, Ferienlager, darauf haben sich alle Einwohner immer riesig gefreut. Dann gab es eine Verkaufsstelle, einen Sportplatz hatten wir. Dann kam die Zeit, wo Sie nur noch, also nur noch ehrenamtliche Bürgermeisterin von Stanau waren. Nach der Wende hat sich ja vieles geändert. Was waren denn in den Jahren danach die wichtigsten Aufgaben? Was galt es hier zu tun? Ja, da mussten wir uns erstmal dran gewöhnen, dass wir jetzt alles selber entscheiden konnten. Da haben wir uns mit dem Ortsteilrat, damals hieß es ja noch Gemeinderat, zusammengesetzt, was können wir machen, wie können wir unser Dorf verschönern. Naja, und das haben wir dann in Angriff genommen, Fördermittelanträge gestellt, abgelehnt, wiedergestellt. Naja, und unsere Einwohner mit herangezogen, die auch immer hilfsbereit waren. Ich sag mal das Zauberwort Dorferneuerung. Das hat ja in vielen Gemeinden in Thüringen sehr, sehr viel gebracht, sehr viele Veränderungen, sehr viele Sanierungen, die sonst vielleicht nie möglich gewesen wären. War das in Stanau auch so eine wichtige Sache? Wir waren zweimal in der Dorferneuerung. Das hat man dem Herrn Gumpert zu verdanken aus Breitenhain. Der war damals Bauernpräsident und er hat dafür gesorgt. Wir hatten vielleicht auch ein bisschen Glück, weil wir freundschaftlich auch mit Breitenhain verbunden waren, dass er uns mit einbezogen hat. Und durch die Dorferneuerung ist ja dann auch sehr viel geschaffen worden. Wenn wir jetzt auf die 45 Jahre noch mal zurückblicken, es gab ja viele, viel Arbeit, die Sie einfach erledigen mussten, aber es gab auch viele Dinge, die Sie einfach total gern gemacht haben für die Leute, die Sie mit Leidenschaft gemacht haben. Was sind da so die besonderen, vielleicht die Feierlichkeiten, die Sie Unsere besonders genossen Dorffeste, haben? Die waren immer. Dann haben wir 22 Mal Brunnenmeister gehabt. Also es war nicht nur eine Ehre, sondern es war auch eine Verpflichtung. Ja, so Der ungefähr. Brunnenmeister hatte dann auch was zu tun übers Jahr, Ja, oder? da muss das ganze Jahr dafür Ordnung und Sauberkeit sorgen. Ich möchte Gudrun Kraft ganz herzlich gratulieren zu ihrem 45-jährigen Dienstjubiläum. Es ist eine tolle Leistung, 45 Jahre als Bürgermeister einer Gemeinde zu wirken. Und ich glaube, im schönen Ortsteil Stanau kann man erkennen, was Gudrun Kraft in diesen 45 Jahren geleistet hat. Dafür ganz, ganz herzlichen Dank und meine Anerkennung. Ich bin eine echte Stanauerin. Ich bin schon hier geboren
Und deshalb denke ich, dass Sie mich damals als Bürgermeister auserkoren haben, weil ich schon im Gemeinderat war und wir gemeinsam mit meinem Mann immer fleißig bei allen Aktionen dabei waren. Seit 1979 bis zur Wende war ich hier hauptamtlicher Bürgermeister und dann ehrenamtlicher. Ich möchte mich nach 45-jähriger Tätigkeit in der Gemeinde Stanau ganz herzlich bedanken bei meinem Mann, der mich immer unterstützt hat, bei meiner Familie, meinen Kindern, die schon mit 8 und 10 Jahren in das politische Leben eingeführt wurden. Dann möchte ich mich ganz besonders bei meinem Ortsteilrat bedanken und ganz besonders bei den vielen Einwohnern, die in der ganzen Zeit immer hinter mir standen und mich unterstützt haben, sowie bei der Stadtverwaltung Neustadt für die angenehme Zusammenarbeit. Nach der Enthüllung der Tafel an der früheren Gaststätte zur Kastanie in Stanau gab es noch ein Gruppenfoto. Dann wurde noch mit allen angestoßen und die letzten 45 Jahre resümiert. Wir vom Saale Info TV gratulieren auch zu 45 Jahren Bürgermeisterin in einer Gemeinde.